Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Koch dich fit mit Lebefit. Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es natürlich dieses Mal einfach Plätzchen. Und zwar machen wir Zimtkekse. Dazu brauchen wir, ich habe es schon abgemessen, Weizenvollkornmehl, Butter oder Margarine, Vollrohrzucker, Eigelb, Mandelblättchen, Zimt und ein bisschen Salz. Legen wir mal los. Als erstes werde ich jetzt die Butter mit dem Zucker ein bisschen schaumig rühren, dann kommen die anderen Zutaten dazu. Zucker und Butter habe ich jetzt schaumig geschlagen. Hier sind schon 2 Teelöffel Zimt drin und das Mehl. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Salz dazu. Vermischen wir das Ganze kurz. Kommt das ganze Mehlgemisch hier rein, das Ganze zusammenkneten mit den Knethaken vom Rührgerät und dann wird die ganze Masse gleich aufs Blech gestrichen. Mein Teig ist jetzt fertig, den haben wir schön zusammengeknetet. Jetzt nehme ich da einfach mal die Hälfte von. So. Und nehme jetzt gleich mein Wellholz zu Hilfe. Roll das Ganze etwa einen halben Millimeter aus und dann kommt das Ganze gleich in den Ofen. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigelb oben drüber. Der Teig hat leider nicht so weit gereicht, wie ich gehofft hatte. Also einfach das Ganze einpinseln. Ich mache meinen Rest gleich weiter und dann kommen hier oben Mandelblättchen oben drauf. So, wunderbar. Jetzt das Ganze im Ofen und etwa 20 Minuten backen. Unser riesiger Zimtkeks ist jetzt gerade aus dem Ofen gekommen, der ist noch schön warm. Und jetzt schneiden wir den großen Zimtkeks in viele kleine. Also einfach ein gutes Messer nehmen. Und ja, so 4 cm große Ecken schneiden. Dann hoffe ich, es schmeckt euch und schöne Weihnachten.